Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Full HD, keine 60 FPS, obwohl ich es so eingestellt habe. Ja. Woran das liegt, weiß ich gerade noch nicht. Könnte auch an Fraps liegen. Ist halt nicht das beste Aufnahmeprogramm, ich weiß. Aber vorher hat es geklappt. Ich habe diese ganze Aufnahme 25 Minuten lang schon mal gemacht. Habe leider dann gemerkt, dass Fraps nicht aufgenommen hat. Echt blöd. Ich bin froh, dass mein Rechner eigentlich zuletzt nicht explodiert ist. Ich hoffe, er explodiert jetzt auch nicht. Mit explodieren meine ich, dass alles abkackt und der Rechner nicht mal mehr meine Festplatte erkennt und so. Ich werde jetzt einfach mal wieder dasselbe nochmal machen, was ich zwar alles schon gerade eben gemacht habe. Für euch spiele ich nochmal gerade nach. Wir spielen gerade in Full HD. Wie gesagt, leider keine 60 FPS, aber dafür Full HD. Wehe, wenn nicht. Also es sollte doch so sein, ne? Warte mal, hier kommen mal Optionen. Ich bin doch hier, ne? Ich komme schon ganz durcheinander hier mit der Grafik, weil sie ständig ein- und ausschalten muss. Wo bist du denn? Grafik. Nee, da war... Hä? Wo ist denn das? Dididididid. Hallo? Wo steht denn das? Auflösung. Auflösung. Okay. Geht also gerade nicht, warum auch immer, aber es sind... Doch, doch, das ist schon Full HD, okay. Ja, ist echt ein bisschen ätzend gerade für mich, das alles nochmal machen zu müssen. Wir gehen jetzt aber mal zu Juriel. Den Weg kenne ich ja mittlerweile ganz gut, dann muss ich sie nicht mehr suchen. Weiß natürlich, was jetzt schon passiert, will es euch aber nicht vorenthalten und hoffe, dass diese Aufnahme bestehen bleibt. Ich weiß nicht wie, aber da sind wir nun. Sehr scharfsinnig von euch, so weit zu kommen. Ich wäre wohl überrascht gewesen, so schnell enttarnt zu werden. Doch in Adessa wird viel geflüstert. Ich bin fast schockiert, dass wir uns jetzt erst begegnen. Ich werde überwacht. Warum? Die Prätorianer haben ein Sprichwort. Eine Armee ist ein Organismus, dessen Waffen Soldaten sind. Wenn jeder einfache Soldat eine Waffe ist, was seid dann ihr? Gewiss eine Seltenheit in diesen umkämpften Zeiten. Wenn nicht gar eine Königsmacherin. Eure Gegenwart hier ist für einige meiner Kollegen eine zu große Versuchung. Also beobachte ich euch, um sie zu beobachten. Das ist das Spiel, das wir Templer spielen müssen. Es geht also gar nicht um mich? Ja und nein. Ihr verfügt über eine neuartige Macht, die so groß ist, dass viele sie nicht verstehen. Die Auswirkungen sind unbekannt. Das macht mir Sorgen. Aber noch größer ist unsere Antwort auf diese Macht. Wie wir uns ihr nähern und wie wir versuchen, sie zu verstehen. Diese Stadt, unser Volk, ist auf dem Versprechen aufgebaut, dass Pläne verwirklicht werden. Und so überzeugt wie manche sind, sind andere vielleicht abgelenkt von euch. Wen verdächtigt ihr? Eine recht einfache Frage. Leider ist die Antwort kompliziert. Ich spreche mit der Autorität eines Templers. Sie reicht aus, um meinen Verdacht zu Gesetz zu machen, wenn nötig. Daher muss ich schweigen, um zu erfahren, was ich wissen will. Kann ich irgendwie helfen? Nein. Offen gesagt hatte ich vor, diese Observation ohne euer Wissen durchzuführen. Ihr solltet nie erfahren, dass euch jemand beobachtet. Es könnte mein Ziel misstrauisch machen. Es ist eine frustrierende Wendung der Ereignisse. Aber wie seid ihr hierher gekommen? Wer hat euch in die Sache hineingezogen? Bruten, der angeheuerte Leibwächter, einer eurer eigenen Leute, Bruten. Und beim letzten Mal habe ich auch gesagt, warum sollte ich eigentlich eine Antwort geben, wenn sie mir gar nichts verrät? Aber na gut, Bruten, der angeheuerte Leibwächter. Bruten? Leibwächter? Ich habe nie einen... Oh, bei Ethene. Ich wurde überlistet. Wer Bruten auch angeheuert hat, er wusste, dass ihr beobachtet werden würdet und er weiß, dass ihr euch mit mir trefft. Ihr müsst Bruten finden. Für wen er auch arbeitet, er hat gewiss nichts Gutes für uns beide im Sinn. Okay, wieso müssen wir Bruten aufhalten? Wir wurden überlistet. Ich gab euch das Sandsteingut, um die Templer zu enttarnen, die euch in den Krieg verwickeln wollten. Aber damit habe ich ihrem Agenten Bruten ermöglicht, mich über euch aufzuspüren. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind wir bald beide tot. Dö, okay. Und deswegen laufen wir jetzt zu Bruten, wieder den ganzen tollen Weg zurück. Ach ja, ja, das machen wir jetzt mal. Nochmal und nochmal und vielleicht sogar nochmal, falls diese Aufnahme nicht standhält. Hier geht's raus. Der müsste da hinten irgendwo sein. Man darf jetzt so zweimal schön hin und her laufen zwischen diesen beiden Kollegen hier. Was? Ja, du hast mich schon richtig verstanden. Wir dürfen jetzt hier hin und her laufen. Macht aber nichts. Ist alles nicht so weit.
Lässt sich alles noch regeln. Und ich glaube, ich brauche ein neues Aufnahmeprogramm. Also ich meine, ich habe nur andere Aufnahmeprogramme mittlerweile, aber ich bin dann auch immer so, ich habe gar nicht die Zeit, mich in alles mal einzuarbeiten und zu testen. Nun, ich habe genug über eure Taten erfahren, um zu wissen, wann ich aufgeflogen bin. Hat ja ziemlich gedauert. Als ich hörte, mein Ziel wäre jemand, der von den Toten auferstanden ist, traute ich meinen Ohren nicht. Aber dann erfuhr ich vom Seelenquell. Sobald Joriel aus dem Weg geräumt ist, werden meine Auftraggeber den Quell an sich reißen. Und all seine Macht. Ja, warum macht ihr das eigentlich? Die Templer sind sich nicht einig, welchen Weg unsere Zivilisation einschlagen muss. Genau wie mein Auftraggeber. Wir planen im Großen für unsere Brüder. Aber einige halten uns zurück. Joriel zum Beispiel. Also werden wir sie töten. Dann können sie an euch herum experimentieren. Doch bevor das geschieht, werden die Männer und ich unseren Spaß haben. Ja. Ja. Ich auch, ich auch. Können beide schön sterben. Aus die Maus. Edle, tolle, schicke Beinpanzer und ein bisschen Gold. So wie sich das gehört, lasse ich das nicht mit mir machen. Hier werden auch noch weiterhin von den Heinis immer ein paar rumlaufen. Aber die kriegen wir natürlich platt, da unser Level ja schon etwas weiter ist. Und ja, jetzt gehen wir wieder zu Joriel zurück und sagen ihr das, wie es gelaufen ist. Was? Genau so machen wir das. Da wird sie sich wundern, die Gute. Seid gegrüßt. Ja, so läuft das hier in Odessa. Ihr habt Bruten also erledigt. Das war nicht der Ausgang, den ich erwartet hatte, aber dass ihr es geschafft habt, ist erfreulich. Brutens Ende müsste seinen Herren Botschaft genug sein, um ihre Pläne zu begraben. Ich habe gehört, was er über meinen Tod sagte. Ich stehe in eurer Schuld. Mit etwas Glück wird die Schlange ohne ihre Zähne nicht beißen. Unser Geschäft kann abgeschlossen werden. Was kommt jetzt? Ihr habt euch als überaus fähig erwiesen. Als Belohnung überlasse ich euch das Sandsteingut. Yay. Es gehört euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr es beim Schatzamt verbessern. Nun, ich habe viel zu tun. Ja, uns gehört jetzt das Sandsteingut. Das bedeutet, dass ich euch in wenigen Minuten zeigen kann, wie unser neues Zuhause aussieht. Denn der Netzwald hat ja langsam ausgedient, aber ich bleibe immer noch dabei, dass der Netzwald, obwohl er ja schon längst weit weg ist und längst hinter uns liegt, dass alles schön beieinander ist. Also es ist alles nicht ganz so weitläufig und ich muss jetzt auch tatsächlich mal hier in die Quests reingehen. Sonst machen wir hier den Hauptquest. Sandsteingut hier, das ist nämlich eine Aufgabe. Und es ist ja so, dass wir das Sandsteingut genauso wie beim Netzwald ausbauen lassen können. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Sprecht mit Erik Porte, wenn ihr eure Bannenfähigkeit... Meine Bannenfähigkeit? Okay. Ja, da fällt mir ein, dass ich auch nie immer... irgendwie was angenommen hatte von wegen diesen Ausbildungen, die man so nebenbei machen kann. Das habe ich bisher nie gemacht, weil ich Willkommen immer wissen im wollte, was es noch gibt. Willkommen beim Schatzamt, dem finanziellen Herzen der Stadt. Auch wenn ihr kein Gnom seid, so haben mich meine Vorgesetzten doch dazu ermächtigt, euch so gut ich kann zu helfen. Wir können euch Darlehen anbieten, Möglichkeiten zum Ausbau von Anwesen sowie eine Übersicht über die Investitionen, die bei uns getätigt werden können. Also... Was kann ich für euch tun? Erzählt mir von den Diensten. Bei einem Darlehen leihen wir euch einen bestimmten Betrag, der innerhalb einer Woche zurückgezahlt werden muss. Ansonsten sind wir gezwungen, das Geld auf andere Weise einzutreiben. Wenn ihr es wünscht, können wir euch auch beim Ausbau eines Anwesens in Odessa helfen, sofern ihr eines besitzt. Und zu guter Letzt könnt ihr noch Geld investieren. Wir werden es möglichst erfolgversprechend anlegen. Und wenn ihr Glück habt... Macht ihr dabei Gewinn? Okay. Natürlich möchte ich mein Haus ausbauen lassen.
Ah, ihr seid also die neue Besitzerin des Sandsteingutes. Ausgezeichnet. Wenn ihr möchtet, können unsere Bautrupps sofort mit der Arbeit beginnen. Ja, sollen sie. Macht es so. Ausgezeichnet. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Einen angenehmen Tag noch. Seid erneut gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Weil wir genug Kohle haben, nochmal. Ach, tatsächlich? Nun, das lässt sich natürlich machen. Wir werden unverzüglich mit den Arbeiten beginnen. Wir haben euch eine Schmiede geliefert, falls ihr den Drang auf ein wenig handwerkliche Arbeit verspüren solltet. Sehr gut. Wir werden in Kürze damit fertig sein. Einen angenehmen Tag noch. Seid erneut gegrüßt. Wirklich? Sehr schön. Die Laboratorien haben großzügigerweise einen Labortisch für euren Privatgebrauch bereitgestellt. Anschließend sind jedoch leider keine weiteren Arbeiten im Haus mehr möglich. Oh. Ihr werdet es nicht bereuen. Das versichere ich euch. Einen angenehmen Tag noch. Ja, ebenso. Schönen Tag noch. So sieht's aus mit unserem Sandsteingut. Jetzt können wir nämlich auch rausgehen. Es gibt hier aber noch jemanden, der was möchte. Genau, das sollten wir auch annehmen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der Gewinn steigt nicht mehr seit... Oh, verzeiht. Ihr seid die Kurierin, ja? Gut, ihr seid früh dran. Wir können gleich beginnen. Okay, womit genau fangen wir an? Ihr solltet das Handbuch zur Filiale der Motus Bergbaugesellschaft in den Brachlanden bringen. Nun, wir haben unser Exemplar wohl verlegt. Also müsst ihr das Handbuch aus unserem alten Hauptquartier in Apotyro holen. Okay, worum geht es nochmal? Ich suche jemanden, der zum Motus-Hauptquartier in Apotyre geht und ein Handbuch abholt, um es zur Motus-Filiale in den Brachlanden zu bringen. Betrachtet es als erledigt. Gut. Ihr solltet zum alten Büro der Motus-Bergbaugesellschaft in Apotyre gehen. Wenn ihr das Buch gefunden habt, bringt es Apule Vire. Den kennen wir auch schon. Gut, ich weiß natürlich mal nicht, ob die Leute irgendwie auch Dreck am Stecken haben, wenn ich hier mal irgendwas erledigen soll, aber wir nehmen es erstmal immer an. Jetzt gucken wir uns erstmal aber an, was umgebaut wurde. Hi. Und ja. Werdet ihr sehen, wie es jetzt gleich aussieht. Aber es ist alles so ein bisschen weitläufiger. Also ich... Oh, ich... Warte mal. Bin ich jetzt überhaupt noch im richtigen Quest? Ist irgendwie so weit weg? Nee. Ich will das ja noch gar nicht jetzt machen. Lass mich mal hier gucken... Doch, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Hier da vorne wohne ich. Ja, er hier ist auch schön. Hi. Hallo. Der steht hier immer und wartet auf eine Tasse Tee mit mir. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegt er sie eines Tages. So, jetzt kann ich hier mich umgucken. Hier können wir reinlaufen und dann ist hier unser Schlafgemach. So sieht das jetzt aus. Hier ist mein Bettchen und ein schöner Tisch. Hier kann ich mir nochmal Abenteuer 5 ausleihen, meine Schatztruhe. Türkisfarbene Blumen, als hätten sie gewusst, was ich schön finde in meinem Räumchen. Ein Kleiderschrank mit Bauernhose und Kohlen und Spiegel, damit ich mein Aussehen ändern kann. Kennen wir alles schon. So, der Schnelldurchlauf. Und, da unten gibt's Feinde. Alles klar. Nehmt dich! Hört auf, die Leute anzugreifen. Ganz ehrlich. Milu, zu euren Diensten. Ich kann hier überhaupt nichts dafür. Und erneut heiße ich euch willkommen, Herrin. Ich hoffe, ihr habt eure Zeit in Adessa genossen. Ja. Lebt wohl, das Herrin. Das ist mein Heiler, wie es aussieht. Ja, dann können wir hier auch so, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. So und so, weil hier, wo ist denn hier ein Gegner? Da. So. Sollen sie kommen? Dann kann ich jetzt hier hochlaufen und, nee, hier lang. Und deswegen meinte ich, das ist so ein bisschen weitläufiger. Es ist nicht wie im Netzwald zu Hause mit Bettchen, alles schön nebenan und Schmied in der Nähe und so. Man muss schon ein bisschen rennen. Wenn man aber weiß, wo, dann geht's auch. Hier haben wir ein richtig schönes Alchemielabor uns investiert. Ich finde das ganz cool. Hier habe ich auch das letzte Mal in der Aufnahme gesagt, mit dem Automaten hier, diesem Ding hier und dem Tisch, den Büchern, diesen kleinen Details, die hier sind, mit dem Kristall und so. Sieht richtig schnuckelig schön gemacht aus. Also da kann man sich schon austoben. Einfach mal eine neue Umgebung, einfach mal was anderes, wobei es ja fast in jeder Stadt sowieso überall immer Alchemielabore und was weiß ich was gibt. Aber es ist nochmal so ein anderes Gefühl, das als sein eigenes zu betrachten, zu wissen, dass es das vorher gar nicht da gegeben hat.
wenn man nicht da Geld investiert hätte. Was hat er denn hier? Ich nehme das mal. Ach, das geht gar nicht. Ja, dann lasse ich es bleiben. So, und dann gibt es hier auf der anderen Seite natürlich auch noch was. Dafür laufen wir ein bisschen zu weit in die Ecke und können dann hier hoch und hier gucken. Und da haben wir dann zum Beispiel die Schmiede. Warum jetzt hier nebenan ein Bett ist, keine Ahnung. Ich habe mich das letzte Mal gefragt, ob hier dann der Schmied schläft. Mein eigener Schmied. Und habe einen dreckigen Witz gemacht von wegen seinem heißen Eisen. Ja, ich weiß, er ist flach. Und hier habe ich dann meine eigene Schmiede. Und ich habe hier auch so ganz kunstvoll gestaltete Pfeildinger. Ihr wisst schon, wo ich drauf schießen kann, aber es nicht kann. Halt Deko, aber finde ich richtig cool. Ich mag sowas und das ist auch mein Bereich. Es gehört alles mir, auch der Schmied. So, wisst ihr Bescheid. Hier ist eine Bibliothek, womit ich die Assoziation verbinde aus Die Schöne und das Biest, wo Belle vom Biest ihre Bibliothek bekommen hat. Das sah irgendwie genauso aus. Und weil das alles nicht so wichtig für das Spiel ist, laufen wir jetzt wieder raus und lösen den Quest. So. Milou, der Milou. Ich habe sogar meinen eigenen Butler hier. So, jetzt können wir natürlich uns an den anderen Quest machen. Führungsvorschriften. Ich glaube, das haben wir dann hier eigentlich quasi erledigt. Das finde ich mega. Ich bin also schneller als beim letzten Part. Das ist ja oft so, wenn man weiß, was es zu tun gilt, dann geht das hier zack, zack. Wo müssen wir denn dafür hin? Ich soll hier hin. Alles klar. Zu den Inseln geht es wieder mal. Ach, da ist er hier wieder. Nee, komm. Warte mal, wo soll ich jetzt doch nicht dahin? Na, jetzt bin ich verwirrt. Mach mal die Karte. Ach, ich soll ganz außer... Warte, da müssen wir zum Sternenlager. Nee, hier war ich doch. Das letzte Mal bin ich hier auch schon hingegangen. Stimmt, ich war doch schon so weit. Hier wollen wir hin. Und dann muss ich da vorne hin und dann entdecke ich gleich einen neuen Ort. Aber wir genießen den wunderschönen Nachthimmel in Full HD. Gegner, deswegen gehen wir schnell rein. Hier haben wir jetzt so irgendwie Nacht. Die pennen hier alle. Wir können hier auch alles nehmen oder auch nicht nehmen. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen hier gucken, was ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel, die brauche ich hier eigentlich nicht drin, ne? Die brauche ich auch nicht. Die muss ich mir noch angucken, die Sachen. Was ist mit dem hier? 131, Macht 33. Ich habe nicht so viel Macht. Und allgemein finde ich die sowieso nicht so gut. Dann kann die auch weg. Und dann kann ich schon wieder was im Plunder wegpacken. Über das Huhn! Oh nein, ich muss das Huhn... Kram-Buch löschen. Ist leider so. Kann aber dann wenigstens den anderen Kram aufnehmen. Und Tränke sind immer gut, wenn man die findet. Wissen wir ja. Der Typ hier, der hier pennt, der bemerkt mich nicht. Warte mal, ich kann hier aber hoch. Das habe ich das letzte Mal gar nicht bemerkt. Guck mal, wer bist du denn? Hey, Ruin Imas. Was ist los? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Falls ihr aus dem Dorf kommt, könnt ihr Bürgermeister Eswin ausrichten, dass ich an keinen weiteren Abmachungen interessiert bin, die er mir eventuell vorschlagen möchte. Diese Entdeckung gehört allen und sie wird nicht dazu dienen, den Absichten eines Einzelnen zu helfen. Wovon redet ihr da? Ihr meint, ihr gehört nicht zu diesem Narren Ealfhelm? Wenn das wahr ist, könnte dieses Treffen für uns beide eine Gelegenheit sein. Sagt mir, habt ihr jemals von Kulminit gehört? Selbstverständlich nicht. Und zwar, weil ich es entdeckt habe. Es ist ein neues Erz, das das Potenzial besitzt, der kostbarste Rohstoff zu sein, der in dieser Region je entdeckt wurde. Stellt euch nur mal vor, was geschehen würde, wenn ich ein reichhaltiges Vorkommen nachweisen könnte. Motus würde die Minen wieder eröffnen. Es gäbe wieder Arbeit in Weizfels. Apotheure würde wieder leben. Ich werde euch helfen. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Die wenigen Fortschritte, die ich mache, kommen hier am Arbeitstisch zustande. Ich brauche jemanden, der schnell und findig genug ist, um für mich in die Welt hinauszugehen. Durchkämmt Apotheure, durchsucht die tiefsten Minen und jede aufgegebene Grabungsstätte. Ich bin davon überzeugt, dass sich dort Kulminitvorkommen finden lassen. Ich glaube an euch, meine Liebe. Dankeschön, ich auch an mich. Wo sind die Erzvorkommen? Meine Nachforschungen deuten darauf hin, dass die Ader unter ganz Apotheure verläuft.
Ich würde deshalb in den Minen suchen. Aber natürlich seid ihr diejenige, die bestätigen wird, ob meine Annahmen korrekt sind. Mhm. Lebt wohl. Gut. Ich wusste gar nicht, dass er hier ist. Ah, und hier haben wir die Truhe, die wir plündern sollen. Motos Handbuch. Hat er das jetzt gemerkt? Mit Apollo Vire sprechen. Alles klar. Oh, okay. Was ist denn hier drinne? Motos Berichte. Nehme ich mit. Kann ich schaden. Was haben wir hier? Ich habe nämlich tatsächlich den Fehler gemacht das letzte Mal. Und das ist ja gut zu wissen, dass ich jetzt irgendwie schlauer bin als das letzte Mal in einer anderen Aufnahme. Hat ja doch wohl seine Vorteile. Bin nämlich hier in den Keller gegangen. Der wo nochmal ist. Genau, hier. Er schlief nämlich hier. Hier geht es nämlich runter durch so eklige Spinnweben. Was natürlich jetzt viel geiler aussieht als in HD. Und dann kann man das hier aufbrechen. Aber dann sind da drin auch echt voll die Gegner und so. Und dann habe ich gar nicht weitergespielt irgendwie. Aber wenn wir da gar nicht hin müssen, dann können wir es auch sein lassen. Ne? Was soll ich denn da? Vielleicht kommt das ja noch, dass man da hin soll. Ich laufe jetzt mal raus. Und dann können wir ja eine Schnellreise machen und kriegen vielleicht den Quest sogar noch gelöst. Das ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Jetzt habe ich das nämlich. Jetzt reist du hier mal eben hin. Und dann quatschen wir mal mit dem Typen, geben ihm den Kram, den er will und kassieren schön Erfahrungspunkte, so wie es sich gehört. Hey, den kennen wir doch schon. Jeden Tag dasselbe aus Odessa. Sie wollen ihre Minerale. Ich habe ein Handbuch abzuliefern. Verzeihung? Oh, ja. Die Zentrale hat endlich ein Exemplar des Handbuchs der Motos Bergbaugesellschaft aufgetrieben. Danke, dass ihr es gebracht habt. Apollo Vire, sag doch mal noch mal was über dich. Wo sind nur meine Manieren? Steiger Vire, zu euren Diensten. Das hier ist die neueste Unternehmung der Motos Bergbaugesellschaft. Und ich bin dafür verantwortlich. Aber den kennen wir doch auch schon. Ich dachte eigentlich, der hätte sich schon mal vorgestellt. Na egal. Gut. Guten ja, Abend. Zu Lutre Gent zurückkehren. Ist der hier in der Nähe oder... Nee, ne, der war doch weiter weg. Ja, der ist definitiv weiter weg. Dann müssen wir nämlich jetzt wieder nach Odessa und dann haben wir den Quest auch erledigt. Voll gut. Waren das jetzt zwei oder drei Quests? Nee, ich glaube zwei. Zwei ist immer gut, zwei ist Standard. Bin ich gut vorangekommen, also schneller als das letzte Mal. Sehr schön, da freue ich mich doch. Und dass mein Rechner nicht explodiert ist. Das auch. Das ist ja schon schön hier, ne? Guck mal, er arbeitet hier gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt hier Abend oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß immer gar nicht, wie viel Uhr es ist. Wenn jetzt das Licht nicht irgendwie ganz anders ist und Nachthimmel und so, dann weiß ich immer gar nicht, wie spät es ist. Also, das weiß ich immer erst, wenn ich da ins Bett gehe und gucke oder so, aber sonst. Nun, es freut mich zu hören, dass die Filiale in den Brachlanden das Handbuch erhalten hat. Ich danke euch dafür. Ja. Viele haben innerhalb unserer Mauern Schutz vor dem Krieg gesucht. Wir bieten diesen Fremden alles, was uns möglich ist. Und im Gegenzug bauen sie die Stadt auf. Ja. Ich bin oberster Buchhalter in der Zentrale der Motos Bergbaugesellschaft. Wir sind so bedeutend, dass mir das Schatzamt sogar eine Truhe in seiner Schatzkammer gegeben hat. Ja, da kannst du ja stolz auf dich sein. Na schön. Das war's jetzt hier, oder was? Ja, anscheinend schon. Er hat auch schon alles. Hier ist wieder Hauptquest, wird mir angezeigt. Dann, oh, mir fehlt ja auch immer noch so eine Feuerwaffe. Dann können wir ja tatsächlich noch anderes machen. Ich würde sagen, so die Nebenaufgaben versuche ich, wenn ich überhaupt zeitig gerade schaffe, nebenbei zu machen. Dann können wir immer noch einiges anderes machen. Was wollen wir denn mal machen? Was gibt es hier noch? Brun der Bade vielleicht? Ich weiß auch nicht. Brun der Bade, wo ist denn der? Nee, Brun der Bade, der ist doch ganz auf der anderen Seite. Das bringt ja gar nichts. Der ist ja da ganz woanders. Wir wollen ja weiter hier eigentlich Quests lösen. Weiß aber auch gerade gar nicht, was hier wo ist. Wo war der Elias Hörk? Minensteingefinde unter anderem Totauge. Minen zu betreten. Totauge. Wo ist denn der? Wenn ich nur mal weiß fürs nächste Mal, wo wollen wir denn hin? Ach, der ist auch hier auf... Nee, alles, was auf der Seite ist, will ich gerade nicht anrühren.
dann würde ich ja eher sagen, dann würde ich ja eher sagen, dass wir vielleicht mal in die andere Stadt cruisen. Geh mal erstmal raus hier. Und zwar, wo wollte ich denn nochmal hin? Ich glaube, das war Rathier. Da gab es auch noch echt einiges zu tun. Das war hier oben, glaube ich, oder? Rathier. Wir gehen mal nach Rathier. Auch hier gibt es nämlich noch einige Nebenquests zu lösen. Und das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Rathier, Nebenquests. Und wenn wir hier ein bisschen wieder was abgeklappert haben. Und dann hätten wir auch noch, hier dieses Feien-Ding. Diese Stadt, da wollte ich damals auch noch was machen. Gut, bleiben wir mal in Rat hier, wenn wir schon mal hier sind. Und fangen doch das nächste Mal an, hier zu gucken. Hier sehen wir ganz viele Ausrufezeichen. Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Menschen, die uns brauchen. Mich brauchen. Denn ich bin ja hier die Heldin von Melsentia und helfe allen Menschen, die mich brauchen. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich in Full HD. Bis dann.